Nee, den möchte ich nicht hier drin haben. Schnell zurück. So, hoffentlich kommt hier keiner rum. Okay, ich habe doch Taschenlampe an. Achso, ganz vorne, Mitte, unten. Na gut. Alle Fragen, die auch nicht gestellt wurden, sind geklärt. So, ein Wissenschaftler lebt da hinten noch. Der andere wurde da hochgesaugt. Von genau diesem Ding. Ich hätte gerne so eine Machete. Ach, wie wäre das schön. Dann könnte man da einfach mal so gnadenlos durchsemmeln. So, Krabbeldinger werden hier jetzt nicht mehr sein. Sonst hätten sie sich ihmchen da hinten geschnappt. Klingt auch so, als wäre das hier alles ruhig. Und warum genau lassen die so komische Federn fallen? Oder könnte das was mit dem Cut zusammenhängen? Also könnte das mit dem Cut zusammenhängen, dass nämlich gegnerische Soldaten durch Roboter ersetzt wurden, also diese Staatsroboter oder wie man sie nennen soll, ne? Regierungsroboter. So, dann mal hier so runter. Ach, das ist ja ein Traum. Jetzt ist hier natürlich offen. Klare Sache. Aber andersrum ist das hier eine Top-Secret-Einrichtung, da darf niemand rein. So, soll ich ihn ausschalten? Mach's einfach mal. Genau, da fallen Zahnräder raus und so. Das wäre auch zu gemein, wenn da mal so ein paar Leichenteile rausfallen. Das könnte ja keiner verkraften. Weil das ja sowieso immer nur... Ja. Also daraus möchte ich ehrlich gesagt nichts essen. Was sind das für kleine süße Dinger? So kleine Flugkrebse-Dinger, hm? Die scheinen uns aber nicht zu beißen oder nicht zu hauen. Oh, sind die süß. Oh, den würde ich, glaube ich, den da hinten, den würde ich, glaube ich, Sneemann taufen. Na gut, Ihmchen hier will da was von uns. Ich sollte, glaube ich, nicht so oft Ihmchen sagen. Landelabor die Sache hier unter Kontrolle kriegen. Ups. Der Dimensionsgraben überträgt definitiv organische Materie. Ist mir auch schon aufgefallen. Sie ist schlau, Meier. Ja, der kotzt nur noch ein bisschen andere Sachen aus hier. Ein paar Zahnräder. Ja, was ist denn jetzt los hier? Freeman! Wenn ich gewusst hätte, dass Sie das waren, hätte ich Sie reingelassen. Alle versuchen zur Oberfläche zu kommen, aber ich glaube, das ist falsch. Sie sollten lieber hier unten bleiben. Irgendjemand wird schon vorbeikommen und uns retten. Und wer genau sollte das sein, deiner Meinung nach? Einem Kollegen ist man unter Wissenschaftlern doch immer gern behilflich. Ja, unsere kleinen Mini-Flöhe. Was genau machen die jetzt? Ach, tja, Mann. Da gehen unsere schönen Zuschüsse hin. Meine Güte! Sei froh, dass du da nicht hingehst, Schätzelein. Faszinierend. Das ist eine Kanone. Ich hätte gedacht, dass es sowas geben könnte. Nee, die macht Bumm, ne? Also das ist so mit Schießpulver und so und... High Voltage, das klingt super. Da wollen wir mal rein. Schisshase. Der traut sich auch echt gar nichts. Also rote Knöpfe soll man drücken, ne? So, wir haben Lämpchen angeknipst und jetzt sind alle tot hier, genau. War natürlich ein Scherz. So, aber erstmal noch eine Runde trinken hier. Kommen da welche raus? Nein, doch. Immer einen nach dem anderen. Okay, noch einen. Schwupp, und dann noch einen. Ich hab doch Geld reingesteckt. Mensch. So, alles aufgefüllt hier. Gut, Strom ist aus, dann... Achso, das war einfach nur ein Stromkabel. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. So. Lasst mich in Ruhe. Ehe.
Das sieht ja ein bisschen nach Krankenhaus aus, ne? So. Alter, genommen. Warum kann ich da nicht rein? Muss ich etwa wieder durchs Fenster gehen? Ist doch immer das Gleiche, ne? Diese gewaltverherrlichen Spiele, du. Muss man immer durchs Fenster gehen? Wenn ich das denn hinbekäme. So. Sehr, sehr schön. Was ist denn eigentlich da unten gewesen? Wollte ich da hin? Wollte ich nicht hin, ne? Mhm. So sieht das aus. Gut, da könnten wir auch mal ein bisschen Strom ausmachen. Chaos-Theorie. Das hat aber nichts mit Chaos, sondern mehr so mit Dynamik zu tun. So. Hier jemand? Storage? Das sieht aber weniger nach... Na, wer ist denn da? Das ist kein Verwandter von mir. Ehrlich? Der stiefelt da hinten noch rum, ne? Er scheint sich da gut zu amüsieren. Ich glaube, der guckt einen Film. So, kommen Sie ran hier. So, auf diesen engen Raum war das schon ein wenig gemein. Da kam auch schon wieder so ein Einfangding runter. Das könnte natürlich gut und das sind Magazine, schön. Sind das vielleicht Einsaugdinge? Das hätten sie mir, glaube ich, schon mitgeteilt. So. Munition, dich hätte ich auch noch ganz gerne. Hallo. Warum nicht? Haben wir jetzt etwa genug? Das sehe ich noch nicht so. Ah, so. Da reicht auch unmittelbarer Kontakt nicht. Da ist schon wieder der kleine süße Flohmann. Der Flohmann auf dem Flohmarkt. Nee, sonst war die Kiste recht leer. Dann können wir die Taschenlampe rausmachen. Energiesparen. Das ist zu dunkel, da will ich noch nicht hin. So, was war denn hier in der Gegend los? Da hinten brutzelt doch gleich jemand. Das sehe ich immer schon an. Da hängt noch jemand fröhlich am Kran. Ja, ich würde mich so gerne aufladen. Müssen wir das? Nee, müssen wir nicht. Ich will mir doch nicht wehtun. So, durch die Tür nicht. Dann... So, das war ja schon halbwegs erfolgreich. Strom und Wasser sind nicht unbedingt so gut. Lass mich da mal irgendwo rauf, genau. So, hinfort mit dir. Ne, Strom und Wasser, da kann man gemeine Sachen mitmachen. Ich frage mich nur gerade, wie wir es hätten machen können. Wahrscheinlich gar nicht. Es wäre cool gewesen, ihn einfach zu zerbrutzeln. Also machen wir hier mal Wasserhahn aus. Mensch, ich muss die Überflutung doch stoppen. Na, wie kommen wir da hinten ran? Ist irgendwo ein Notausschalter? Hält sich stark in Grenzen, ne? Ich will mich da hinten auch nicht unbedingt verbrutzeln. Was im Schrank drin? Auch nicht. Ach, Mensch. Nein, das war's auch nicht. Gut, dann nicht. Super, dann würde ich aber mal vorschlagen, wir gehen. Verdammt! Noch nicht noch einer von denen. Ich wollte sagen, wir gehen hier lang. Das war eine ganz tolle Idee. Da brauche ich mich auch überhaupt nicht erschrecken und so. Mann, oh Mann, ich glaube, das mache ich nicht mehr lang mit hier. Nicht gut.
Der kann einem eine ganz schöne Frisur machen, ne? Kopf einziehen. Den kann man nicht anhalten, das geht nicht. Achso, er hat versucht da... Ja, hat auch versucht da durchzukrabbeln und alle scheitern so. Ja, das ist ein wenig verwirrend, dass die einfach verblassen. So, jemand hinter uns? Nein, doch vielleicht? Gut, dass unsere... Lass mal gut sein. Sie ewiger Unhold. So, wo sind wir jetzt gelandet? Ach, hier waren wir eben, genau. Strom und Wasser, wir haben noch 90 von 100. Das kann man sehr, sehr leicht in Prozent übersetzen. Ja, ich hätte so gerne diese Aufladedings dahin, aber dafür müssen wir erstmal Strom ausschalten. Sonst holen wir uns einen ganz schönen Schlag weg. So. Der war schon bearbeitet, da waren wir oben schon. Genau, da ist der irgendwo der Ventilator. Wer da? Na gut, dann hier. Geht das noch irgendwohin weiter, aber man möchte uns ja vehement nicht durchlassen. Kiste. Leuchtet aber mehr auch nicht. So, dann bliebe ja noch. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Genau, hier war Munition in der Gegend. Aber hier hinten im Lager. Lager? Genau, im Lager waren wir, glaube ich, noch nicht. Da können wir wieder Kisten verschieben. Glaube ich. Wie so oft, glaube ich, auch gerade recht viel. Nicht verschieben, sondern kaputtbolzen. Die sind aber echt süß, ne? Und vor allem glaube ich, dass die nicht böse sind. Oh. Nein, ich habe ihn platt getreten. Daten werden geladen. Und es waren heilige Daten, die geladen wurden. Schon Wellen. Ah, da. Diese Mistviecher. Dann taucht er hinter der Ecke auf. Ich bin auch gerade am Überlegen, wie ich sie nenne. Oh, schon wieder platt getreten. Mensch, die stellen sich auch immer in den Weg, diese kleinen mini-süßen Kakerlaken. Ist auch niemand hier? Aha. Mhm. 16 ganze Schuss, das ist ja weltbewegend. Hier haben wir ein bisschen mehr. Aber so eine Schrotflinte ist natürlich auch mal nicht so verkehrt, ne? Hallo. Du kriegst ja gleich Besuch, ne? Wollte ich nur mal sagen. Oh, und da waren es nur noch zwei und er schüttelt wieder fleißig den Kopf, sehr realistisch. Also wer sich das überlegt hat, ne, der gute Zensor. Naja, naja. War sicher eine Zusammenarbeit. So, ich hätte ja sogar die Munition. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich eher gar nicht. Es sei denn, wir können da hinten wieder raufkrabbeln, was aber auch nicht so aussieht. Aber wir können da wieder rauf. Niemand da. Ah, jam, jam. Das sieht nach so einem Gesundheitsdingster-Paket aus. Schöne Sache. So, hier Kiste. Und hier Kiste. Ein paar CDs. Das ist gut, oder? Aber wir waren doch vorhin schon bei 40 oder so. In etwa. Macht ja nichts. Solange wir hier überleben, ist ja alles in Butter.